Agrarpolitik. Hat das was mit unserer EU zu tun? Ja, jede Europäerin und jeder Europäer zahlt umgerechnet im Jahr 114 Euro an Steuergeldern an die Landwirtschaft. Das ist viel Geld. Im Jahr sind das fast 60 Milliarden Euro. Das Ärgerliche ist, dass das Geld kaum in Dinge investiert wird, die den Menschen wichtig sind. Zum Beispiel die Unterstützung von kleinen Höfen, Natur oder Klimaschutz. Im Gegenteil, das Geld wird vor allem pro Fläche, also pro Hektar verteilt. Daher bekommen die größten Betriebe das meiste Geld. Das muss sich ändern. Das Geld sollte so eingesetzt werden, dass es die Bäuerinnen und Bauern dabei unterstützt, die Natur und das Klima zu schützen und gute Lebensmittel zu produzieren. Weitere Daten und Fakten zur EU-Landwirtschaft finden Sie in unserem Agraratlas.